Guten Morgen, Internet! Herzlich willkommen zu dieser Serie in der Serie von der Serie. Heute gibt es mal wieder einen schönen Talk. Einen interessanten Talk, auch meiner Meinung nach, denn Selina ist heute hier. Hallo. Hallo, guten Tag. Und wir reden heute mal über Depressionen. Gerade weil wir uns ja jetzt auch in die Winterzeit begeben und Winterdepression auch ein großes Thema bei vielen Individuen da draußen ist. Vielleicht vorher noch mal ein Disclaimer. Wir sind keine Profis. Ich glaube, wir sprechen hier hauptsächlich aus persönlichen Erfahrungen und quatschen da einfach mal ein bisschen offen drüber. Falls ihr professionelle Hilfe braucht, falls ihr unter Depressionen leidet, jemanden kennt, der unter Depressionen leidet, oder irgendwie Schwierigkeiten habt oder auch nur vermutet, dass da irgendwas sein könnte, habt ihr in der Beschreibung genug Links, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr da irgendwie Hilfe sucht und Hilfe braucht. Ansonsten viel Spaß, uns zuzuhören. Viel Spaß jetzt beim Zuhören, viel Spaß bei Depressionen. Das bietet sich auch an, der Satz. Ja, also es ist ein sehr ernstes Thema, was man aber durchaus auch mal locker besprechen kann, würde ich sagen. Du bist ja sozusagen Profi im drüber sprechen. Profi im Traurigsein. Ich bin Profi traurig. Einige Videos schon zu dem Thema gemacht. Deswegen sitzt du jetzt hier als Expertin quasi. Was gut ist, ist, dass psychische Krankheiten immer mehr besprochen werden in der Gesellschaft. Ist ja vor ein paar Jahren auch anders. Wie lange leidest du persönlich schon unter Depressionen? Gab es irgendeine Zeit, wo das angefangen hat? Es sind jetzt ungefähr so 3 Jahre und angefangen hat es bei mir, als ich zu Hause ausgezogen bin. Und eigentlich war da alles cool so. Ich habe studiert und bin mit meiner besten Freundin zusammengezogen. Und dann kam es aber wie so ein Knall irgendwie. Und irgendwie hat irgendwas das Fass zum Überlaufen gebracht und dann ist es so ein bisschen ausgebrochen bei mir. Also es gab keinen Trigger, der das jetzt irgendwie ausgelöst hat, sondern... Zumindest keinen negativen. Also ich glaube, der Auszug hatte schon damit zu tun, aber eher so im... Also nicht so, dass es irgendwie schlimm war, dass ich ausgezogen bin, sondern dann war diese Veränderung was mir so ein bisschen so die Augen geöffnet hat. Weil die Umstände sich quasi wahrscheinlich... Es kann ja durchaus sowas triggern. Man sagt ja auch, Depressionen und psychische Krankheiten kommen viel aus Genen. Also man sagt ja, man hat so ein Gen einfach in sich und da müssen sich nur irgendwelche Umstände ändern, was dieses Gen triggert, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, also es gibt beides. Also man kann zum einen die Veranlagung haben für Depressionen und zum anderen kann es natürlich durch äußere Umstände passieren oder auch Sachen in der Kindheit so. Ich glaube, bei mir sind so mehrere Sachen zusammengekommen. Man weiß ja nie ganz genau, wo es herkommt. Aber im Grunde genommen, sobald man es mal hat, ist es auch eigentlich dann egal, wo es herkommt, weil dann die aktuellen Situationen. Ich frage einfach mal ganz knallhart raus, wie hat sich das dann bei dir bemerkbar gemacht? Weil du hast gesagt, dann ist so ganz viel auf einmal gekommen und irgendwas ist so wie was angefangen hat. Was war das denn für jetzt jemanden, der sich vielleicht denkt, so, hey, ich assoziiere damit jetzt weinen? So. Ja, also Weinen gehört bei mir immer auch viel dazu, aber es waren viele Dinge, die vorher ganz anders waren bei mir. Also ich konnte nicht mehr alleine sein, ich konnte nicht mehr im Dunkeln sein, ich hatte auf nichts mehr Lust, ich war komplett antriebslos. Dinge, die mir sonst Spaß gemacht haben, haben mir keinen Spaß mehr gemacht. Also so die klassischen Symptome eigentlich und ich hatte auch so eine soziale Scheuheit, die ich vorher nicht hatte. Also eigentlich bin ich jemand, der so gerne unter Leuten ist und so. Und dann ging das gar nicht mehr. Und dann habe ich es gegoogelt, habe auch irgendwie so einen Online-Test gemacht. Und dann war es eigentlich relativ klar. Okay. Und was war dann der nächste Schritt quasi für dich? Also bist du dann aktiv irgendwie auf Therapeuten zugegangen? Hast du es irgendwie mit deiner Familie, mit deinen Freunden besprochen? Oder was hast du jetzt persönlich gemacht, als du festgestellt hast, okay, ich könnte Depressionen haben? Ja, also ich wusste schon, dass eine Therapie so das Beste ist, was man eigentlich direkt machen kann. Und habe dann auch nach Ärzten gesucht, was immer ein bisschen schwierig ist, weil es dauert lang und gerade wenn man so keinen Antrieb hat, was zu tun, ist es echt anstrengend, Nummern rauszusuchen und dann auch bei Ärzten anzurufen und zu hören, ja, können den nächsten Termin in 4 Monaten geben, so. Aber das war so das Erste, was ich gemacht habe. Und ich habe dann schon mit meinen Freunden, mit meiner Familie darüber geredet, aber nicht sofort. Beziehungsweise eher mit meinen Freunden erst.
weil es auch so ein Thema ist, wo man dann selber erstmal ein bisschen drauf klarkommen muss und sich auch das eingestehen muss. Mhm. Ja, und dann nach der Therapie, oder beziehungsweise als die Therapie dann losging, wusste ich dann, okay, jetzt passiert was und das geht jetzt irgendwie in eine bessere Richtung so. Mhm. Ja, weil man ja dann aktiv auch versucht, das irgendwie besser zu machen mit professioneller Hilfe. Aber ich glaube auch mit Freunden reden, irgendwie für euch da draußen, vielleicht, falls sich jemand irgendwie so fühlt, dass er in so ein Loch fällt. Ich glaube, es ist echt das Wichtigste, wirklich auch egal, wie sehr man es nicht will, einfach mit Freunden drüber zu reden oder mit der Familie oder mit irgendeiner Bezugsperson. Weil ich glaube, indem man redet, wird man sich selbst auch über viele Dinge bewusst. Reflektiert und man kriegt Feedback, gut, ja. Genau, und man denkt da ein bisschen mehr drüber nach. Und vielleicht ist es, also ich weiß nicht, aber ich finde immer so, es ist ja beruhigend, da auch ein bisschen beruhigend zu wissen, so okay, anscheinend habe ich Depressionen und deswegen bin ich traurig und es ist jetzt nicht, weil ich irgendwie komisch bin oder irgendwie ein unnormaler Mensch, sondern es ist einfach eine Krankheit und die kann man auch halt behandeln. So. Das ist auch ein aufmunternder Gedanke. Ich glaube, was auch viele daran immer hindert oder dann einfach durchpushen lässt, ist halt immer noch so ein großes gesellschaftliches Ding, was so an Depressionen hängt, dass das halt, dass man erst seit Neuestem sagt, das ist eine Krankheit. Mhm. Und viele, also gerade so, sagen wir mal, Eltern, ne, so in dem Alter, 40, 50 plus, da gibt es immer noch viele Leute, die dann sagen, ja, es fiel auch anstellen. Weißt du, da stellen sich Leute an, du bist antriebslos, ja, weil du nur vom Computer hängst. Vor allem hat man, glaube ich, so, selber weißt du, Angst. Ich glaube auch dieses diese Antriebslose und so ist halt gerade in dieser Social-Media-Gesellschaft so für junge Leute und man guckt auf Instagram und sieht, alle Leute machen irgendwas Cooles und irgendwelche coole Projekte. Ich glaube, gerade bei jungen Leuten ist der Druck so hoch, irgendwie was zu machen. Und indem du aber einfach, man kann ja nichts machen, wenn man depressiv ist. Man hat ja einfach die Kraft nicht so. Und ich glaube, sich da dann auch noch Vorwürfe zu machen, dass man halt nicht in der Lage ist, irgendwas zu machen und sich gleichzeitig halt als Mega-Failure zu sehen, macht das Ganze halt noch schlimmer. Deswegen ist umso wichtiger, ist halt, dass man einfach drüber redet und halt einfach sagt so, ey, das ist kein Fail. So, ja, ist übrigens ganz interessant, auf dem YouTube-Summit in Berlin, wo ich war, das ist jetzt ja auch schon eine Weile her, aber da habe ich auch mit vielen YouTube-Mitarbeitern gesprochen und da momentan geht ja so in unseren Kreisen so der Burnout, YouTuber-Burnout rum, was ja, sagen wir mal, ähnliche Symptome hat, jetzt nicht unbedingt alles die gleichen, aber so, sagen wir mal, dieses leere, antriebslose, ne, geht ja so damit einher und das, was wir jetzt beruflich machen, kannst du ja auch nicht lernen. Das heißt, manchmal läuft super bei uns und dann kriegst du ganz viele Endorphine und ist super und wenn es dann mal für Monate scheiße läuft, so ich kenne das auch, dann fällt man halt wirklich regelmäßig immer in Löcher und sich da immer wieder rauszuziehen, ist halt auch so kraftaufwendig. Und da haben auch die Leute vor Ort von YouTube gesagt, eigentlich machen wir das super falsch und wir müssten uns wirklich vermehrt darum kümmern, dass diese Leute auch von uns Ansprechpartner kriegen, egal wo wir sind, weil wir wissen ja jetzt schon aus den ersten 10, 15 Jahren, wie Leute auch damit umgegangen sind, damit die eben nicht in eine starke depressive Episode fallen, sondern auch aufgefangen werden, richtige Umgänge damit lernen, wie man sich auch davon mal distanziert, weil wenn man mit YouTube anfängt, und ich spreche da bestimmt aus vieler Leute Seelen, dann hängt man meistens vor den Zahlen den ganzen Tag. Ja. Und wenn die nicht laufen, dann wird es ganz schnell irgendwie so. Ich würde nicht mal sagen, nur YouTuber. Ich glaube, das ist so ein allgemeines Ding, dieses Social Media. Nee, aber das jetzt nur aufs Beispiel bezogen, weil YouTube selbst oder viele Mitarbeiter da gesagt haben, da müssen wir dringend eigentlich proaktiv mal hingehen, weil gerade die ganzen Amis, da gibt es so viele, Al Mills so als bestes Beispiel, die gerade wegklappen ohne Ende, weil sie einfach nicht mehr können auch so. Und dadurch halt auch Symptome ausgelöst worden. Sie hat jetzt auch, ist auch diagnostiziert worden mit Depressionen, mit starken. Was sie in ihrem Video zumindest darauf zurückgeführt hat, dass sie halt auch einfach nonstop jetzt 5 Jahre lang Vollgas gegeben hat. So. Und dadurch jetzt einfach so in ihrem Kopf gefangen ist, dass sie nicht mehr weitergekommen ist, ein Stück weit. Interessanterweise habe ich YouTube angefangen wegen meiner Depressionen. Mhm. Also ich habe halt studiert und eigentlich wäre mein Praxissemester dran gewesen und so. Und ich wusste, ich pack's auf keinen Fall jetzt irgendwie Vollzeit zu arbeiten und auch mir eine Stelle zu suchen und so. Und dann habe ich mir spontan ein Urlaubssemester genommen, was geht, wenn man Krankheiten wie Depressionen hat. So. Und wusste dann aber, okay, wenn ich jetzt nichts mache oder nichts zu tun habe, dann wird es nur schlimmer. Und dann bin ich so auf diese YouTube-Sache gekommen. Und es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn man Depressionen hat. Weil
einerseits, es gibt einem viel Content so. Und es ist auch was, was einen so ein bisschen pusht. Und man hat, also bei mir in der Community merke ich auch immer, es gibt viele Leute, denen es ähnlich geht und so. Und es hilft mir dann auch, das zu lesen. Aber andererseits ist es natürlich auch so ein Ding, so man muss sich immer vor die Kamera setzen, man muss sich präsentieren. Mhm. Man will auch nicht immer zeigen, wenn es einem schlecht geht. Und wenn es einem schlecht geht, dann ist es echt schwierig, dann die Kamera anzumachen. Wobei eigentlich gerade das auch wichtig ist, glaube ich. Also das zu zeigen, glaube ich auch tatsächlich. Ja. Hat sie auch in ihrem Video selber gemacht? Hat sie die Einblendung selber, wo sie oder das hat sie schon ein paar Mal gemacht, weil sie dann bei ihren Breakdowns angefangen hat, Insta-Stories zu machen. Und das war dann so ein Morgen, der super schön war, und dann war 6 Stunden nix und dann auf einmal komplett verheult, verschmiert und dann komplette Eskalation, wo halt auch wirklich, also sie interviewt dann ihre Freunde und ihre Eltern, ob sie Angst um sie hatten, und alle sagen einstimmig ja, aber du wohnst ja alleine und wir konnten dann irgendwie nichts machen und wir sehen dich dann nur heulend in der Ecke sitzen und du sagst, du weißt nicht, was du machen sollst. Das ist, glaube ich, auch ein interessantes Thema, so wie man sich in so einer depressiven Phase wünscht, wie andere damit umgehen. Kannst du da vielleicht irgendwas drüber sagen? Also wenn zum Beispiel da draußen irgendwie Freunde von Leuten sind, die Depressionen haben, wie... Also es ist bestimmt auch bei jedem anders, aber wie so wünschst du dir denn, dass deine Freunde und dein Umfeld irgendwie darauf reagieren? Also ich glaube, am wichtigsten ist einfach immer Verständnis so. Ist natürlich schwierig, weil es immer Leute gibt, die sich nicht so auskennen mit dem Thema und dann irgendwie Vorteil haben oder so. Aber so dieses Dasein und auch mal nachhaken, wie es einem geht und einfach vorbeikommen, hilft schon sehr viel. Also gegen dieses Alleinesein vor allem. Und was auch so ein typisches Symptom ist immer, dass wenn man dann nichts mehr machen kann, dass so ganz alltägliche Sachen liegen bleiben, so dann wird die Wohnung irgendwie schlimm und man schafft es nicht mehr abzuspülen und solche Sachen. Und manchmal hilft es dann auch solchen Leuten. Aber es gibt auch Dummies wie mich. Ich habe auch eine dreckige Wohnung manchmal. Ja, ich arbeite viel, alles gut. Naja, auf jeden Fall hilft es dann auch oft, so Leuten mit einfach so ganz kleinen Sachen zur Seite oder zu stehen. Anrufe zur Tätigkeit. Genau, vorbeikommen und dann sagen, hey, ich lüfte mal bei dir durch, ich überziehe mal dein Bett. Nur so wirklich ganz banale Sachen, wo man dann auch sich oft für schämt, dass man es jetzt nicht auf die Reihe bekommt und dann sich noch schlechter fühlt und so. Nachdem du beim Therapeuten warst, weil du hattest vorhin auch angesprochen, dass du ein Video zu dem Thema auch gemacht hast, darauf warten, glücklich zu sein. Weil Depression, ich weiß nicht, inwieweit das heilbar ist. Also man hat ja keine Formel, wo man sagt, die funktioniert bei jedem und man ist dann für immer von Depressionen geheilt. Gibt es ja nicht, soweit ich weiß. Ja, es ist immer schwer zu prognostizieren. Also ich weiß so bei mir, so mir geht es jetzt besser, als es mir vor 3 Jahren geht. Mir geht es aber immer noch nicht gut. Also ich würde nicht sagen, dass ich nicht mehr depressiv bin. Und es kann sein, dass es irgendwann dann wieder richtig gut ist, aber trotzdem ist es immer so ein Rückfallrisiko da. Also vor allem, wenn man weiß, dass man schon mal da drin war. Ja, irgendwie, es sind immer so Schwankungen. Und interessanterweise sind es auch oft sehr positive Veränderungen, die sowas wieder auslösen. Also so das letzte war halt so bei mir so mein Uni-Abschluss und Bachelorarbeit fertig gehabt und so. Und dann erstmal so diese Lehre so, uff, ich habe jetzt was geschafft. Und eigentlich müsste ich jetzt voll glücklich sein und stolz und so. Und dann geht es erstmal richtig runter. Ich glaube aber, das ist ein Thema, das kann man jetzt auch nicht in 15 Minuten besprechen. Dafür hat Selina auf ihrem Kanal einige Videos zu dem Thema gemacht. Also guckt da mal vorbei, wenn ihr mehr ins Detail gehen wollt. Du wirst da bestimmt auch noch viele Fragen in Zukunft beantworten. Also vergesst nicht zu abonnieren. Wie gesagt, will ich euch nochmal darauf hinweisen, dass in der Beschreibung auch einige Links sind, falls ihr da Hilfe sucht oder suchen wollt. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, dieser Ellenbogen gehört Concrafter. Yay! Danke, Luca, für deine Ellenbogen. Danke, dass du hier warst und uns geholfen hast, über dieses Thema zu sprechen. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne.